stand. Aber mit der zweiten Laufzeit, und das ist so ein kleiner Fingerzeig, die Laufzeiten gestern der Schwedin, der Norwegen, der Franzosen, ganz anders als die Schießleistungen. Und das, da können wir mal von ausgehen, das wird heute einen anderen Rennverlauf nehmen. Definitiv, es ist einfach die Tendenz da, dass man im Sprint das Laufvermögen eben hervorhebt, dass man im Sprint als guter Läufer mehr Chancen hat, die Fehler zu kompensieren. Die Strafrunde ist nur 24 circa Sekunden lang, also da kann man schon was machen. Und das Laufen ist im Sprint eben im Vordergrund. Mit ein wenig Glück beim Schießen ist eine gute Läuferin immer vorne dabei. Heute dann ja eben auch die Strafrunde mit im Spiel. Du hast es erwähnt, da kann man sich die paar und 20 Sekunden einhandeln, so 2 bis 24 Sekunden. Los geht's, das Feld der 116 Athletinnen eröffnet Justine Bressas-Boucher aus Frankreich. Sie gestern eben auch 38. mit 5 Fehlern am Schießstand, aber der 4. Laufzeit. Insofern haben wir da schon gleich vorneweg eine ganz gute Orientierung. Definitiv. Im Einzelwettkampf ist die Aufgabenstellung auch eine andere, eben durch das Schießen. Es ist sehr schießlastig durch die hohen Belastungen bei den Fehlern von einer Minute. Da muss man sich das Rennen, da kann man auch mal eine Sekunde verlieren auf der Strecke. Aber im Sprint eben zählt jede Sekunde. Und die muss gebracht werden. Und dass sie hier mit einem Strahlen ins Rennen geht, Emma Lander gestern mit ihrem besten Ergebnis der Karriere. 6. war sie im Einzel. Der schönste Blumenstrauß, der mich da erreicht hat in der Karriere. Also mit einem guten Saisonstart, die 30-Jährige aus Kenmore. Insgesamt ja die kanadische Mannschaft. Bei den Männern werden wir es später noch erleben und sehen können mit einem guten Saisonstart. Isa Theresa Hauser war gestern, wie sie gestanden hat, sehr nervös vor dem ersten Rennen, war selbst überrascht über ihre Leistung, da sie doch im Sommer viel Termine hatte, das Training nicht so ganz strukturiert durchziehen konnte. 2. gewesen, mit einem Fehler nur, kam über das Schießen, 23. Laufzeit. Auch so ein Beispiel. Sie hat das praktisch perfekt zusammengebracht, Laufen und Schießen. Und da kommen im Einzelwettkampf eben diese Ergebnisse so raus. Franziska Preuß, auch sie gehört zu den Schnellen des ersten Rennens. Gestern 5. Laufzeit gehabt, dann aber eben mit den 4 Fehlern am Schießstand. Also von ihr können wir sicher heute auch eine weit vordere Platzierung erwarten. Gestern der 23. Rang ist nicht das, wo Franziska Preuß hingehört. Dann haben wir Dorothea Wierer, weiteres Beispiel. 4 Fehler. 8. Laufzeit, das könnte man jetzt so fortspinnen und fortführen. Ja. Das war gestern wirklich signifikant in diesem Rennen. Alle 4 Fehler gestern im stehenden Anschlag bei Dorothea Wierer. Und mit ihr wollen wir mal rausschauen auf die Strecke, die doch hier die ein oder andere auch Kurve bereithält. Definitiv, sie ist schwierig. Der Sprinterfrauen auch hier 18 Höhenmeter in einem Rutsch zu bewältigen und insgesamt 273 Höhenmeter, die zu überwinden sind. Sven Fischer ist mal rumgefahren und zeigt uns in einer Abfahrt, wie man hier Zeit gut machen kann. Es ist eine der vielen kürzeren Abfahrten, die aber in einer langen Kurve enden. Da gilt es, Geschwindigkeit mitzunehmen. Und sehr schön sieht man an diesen da vorne Laufenden, wie sehr man aufholen kann, wenn man um diese Kurve gut fährt. Sven ist hier zwar nur Techniker in Anführungszeichen, die aber auch eine Geschwindigkeit laufen, da hat er das wirklich super gemacht und hat viel Geschwindigkeit, viel Zeit gut gemacht. Und dann geht es gleich schon wieder mit diesen 2 Schlängeln in den Schießstand. Eine schwierige Strecke, die es gleichmäßig zu bewältigen gibt. Eben auf diesen 3 Runden a 2,5 Kilometer, also halbe Streckenlänge im Vergleich zu gestern. Auch ein ganz anderes Tempo, das da zu laufen ist. Von Anfang bis Ende im Prinzip in Anführung Vollgas. Auch da gibt es natürlich eine Renneinteilung, ist ja klar. Aber das ist ein ganz anderes Laufniveau. Wichtig ist einfach, dass die letzte Runde nicht langsamer ist als die Runden zuvor in den Teilabschnitten. Anaïs Chevalier-Boucher. 2. war sie bei den Weltmeisterschaften auf der Pokljuka in dieser Disziplin. Schob dann noch einen 3. Rang in der Verfolgung hinterher, also mit 2 Medaillen da richtig gut dekoriert. Französinnen, wie erwähnt, also hier mit einer ordentlichen Laufform unterwegs. Isa Theresa Hauser draußen auf der Strecke. Haben wir gleich mal den Vergleich. Emma Lander, 21,6 Sekunden schon der Rückstand auf Bressas-Boucher. Die scheint da richtig schnell laufen zu wollen, ganz vorne weg.
Und sehr schön sieht man, wie steil das ist, hier diese Anstiege. Aus dieser Perspektive schwierig zu sehen, aber auf der vorherigen Einstellung war es wirklich schön zu sehen. Und hier 5,1 Sekunden ist zu erwarten, Freisas Bouget, du hast es gesagt, vierte Laufzeit, sie 23. Da wird dieser Hauser eben heute nicht so unbedingt bei den Schnellsten dabei sein. Und dann haben wir die erste Deutsche am Start mit Franziska Preuß, Startnummer 10, Janina Hettich, dann die 21, mit der 24 Denise Herrmann, 44 Vanessa Hinz, 52 Vanessa Vogt und mit der 71 Anna Weidel, am Ende dann mit der 108 Juliane Frühwirth. Marie Eder, auch gestern schon mal aufgefallen, mit guten Zwischenzeiten, konnte sie aber am Ende dann nicht ganz halten, die gute Platzierung, die sie da zwischenzeitlich mal hatte. Janina Hettich hier in der Aufwärmzone ist ja dann die zweite, die das Rennen hier gleich aufnehmen wird. Und Dorothea Viera, wieder der Vergleich. An der Stelle hat Marie Eder momentan die schnellste Zeit. 9,8 Sekunden. Viera dahinter, also auch hinter Hauser. Ja, man muss auch diesen Wettkampf von gestern erstmal wegstecken. Ja. Die 15 Kilometer, also die steckt ja der ein oder andere durchaus mehr oder weniger in den Knochen. Bei dieser wirklich selektiven Strecke hier in Östersund, Lisa Vitozzi, auch Isi gestern mit 3 Fehlern, sehr gut aus der Vorbereitung gekommen, haben wir gestern schon erwähnt. Mit ihr ist zu rechnen. 3-0-0-0 hat sie geschossen. Also beim ersten Liegenschießen, da lag der Hund begraben sozusagen. Und die letzten drei geben ihr sicher Motivation für heute. Und Denise Herrmann, die wir hier sehen, durchaus mit der Chance. Wir haben es gesagt, noch nicht ganz so in dem Sprintbereich, noch nicht so schnellkräftig, hat sie selbst ja im Interview gestern gesagt. Aber eben als Podestläuferin von gestern mit der Chance, das gelbe Trikot zu greifen, vielleicht heute anzugreifen, das getragen wird von der Siegerin von gestern, von Markéta Davidová aus Tschechien. Erstes Schießen, Justine Brezas Boucher. Oben mit der 14, da haben wir die Siegerin von gestern. Beste U25-Läuferin, deshalb ist das und der untere Teil des Trikots blau und oben leuchtet das Gelb. Bedingungen heute minus 9 Grad circa. Es herrscht ein ganz leichter Wind, mal 2-3 Rasten muss man vielleicht korrigieren, ansonsten aber ganz gut auch für das Stehenschießen wichtig in Östersund, dass der Wind nicht zu sehr am Körper arbeitet. Aufmerksam, wachsam müssen die Athletinnen sein, aber nichts, was schwierig wäre, richtig schwierig. Und rein geht's da für die Französin in die erste Strafrunde der olympischen Saison. Und dann kommt Lisa Therese Hauser zum ersten Schießen. Ein Fehler gestern, das war ihre Basis bei 20 Schuss. Für diesen nächsten Podestplatz. Und jetzt wird es laut im Stadion. Hanna Ölberg oben macht sich auf den Weg. So, jetzt heißt es auch Strafrunde für die Österreicherin. Und gleich rüber zu Marie Eder. 5,5 Sekunden langsamer war es Brezas Boucher hier beim Eintreffen am Schießstand. Beginnt gleich mit einem Fehler. Und dann sind es gleich 2. Das ist schon mal eine schwere Hypothek für sie. Und hier haben wir eine der absoluten Favoritinnen von heute, Elvira Öberg, die jüngere Schwester von Hanna. Gestern mit der schnellsten Laufzeit, top in Form, schon in der Vorbereitung. Aber auch sie eben mit 5 Fehlern gestern, die 22-Jährige. Auch sie muss das verdauen. Also das kommt dann immer noch ein bisschen dazu, das mentale Element, das dann innerhalb von einer Nacht wegzutun, wie auch Dorothea Viera. Ja, da gelingt das hier zunächst einmal. Im zweiten Schuss einen Repetierfehler gehabt. Da
hat sie abgezogen und der Schuss ist nicht losgegangen, hat sie das Schloss nicht ganz zugemacht. Das kostet auch Zeit. Und ja, im Sprint, da hast du Sekunden, Halbsekunden Abstände auf der Ergebnisliste und das ärgert im Nachhinein dann. Jetzt aber die Bestzeit. Ganz genau. Führung für Dorothea Wira vor Brazas Boucher. Dorothea Wira ja auch gestern schon mit leichten Schwierigkeiten da beim Repetieren und mit dem Gewehr. Einmal sogar den Arm gehoben wegen eines technischen Problems. Und Franziska Preuß haben wir da bei der Zwischenzeit gesehen. Mit vorne drin dabei, kurzer Rückstand nur. Lucy Charvatova aus Tschechien, sehr schnell unterwegs in der ersten Runde. Zieht auch dieses Schießen sauber durch, 5 Treffer für sie. Damit übernimmt sie hier die Führung vor Dorothea Wira. Anaïs Chevalier-Boucher, jetzt wird hier langsam mehr und mehr Betrieb aufkommen am Schießstand. 12,5 Sekunden sind's. Stark bis hierher. Der Auftritt der Tschechin von Paul Chaginot. Ja, gutiert das Schießergebnis hier von Anaïs Chevalier-Boucher. Führungswechsel jetzt. Noch einmal Chevalier-Boucher, also jetzt vorne liegend vor Charvatova, während Janina Hettich, die 25-jährige Schwarzwälderin, die erste 2,5 Kilometer unter die Skier nimmt. 36. gestern gewesen. 3 Fehler bei ihr, die ja auch übers Schießen kommen. Viel einen guten Schritt gemacht hat, läuferisch in der Vorbereitung, wie die Trainer bestätigt haben. Schauen wir heute mal drauf, wie es Janina Hettich in diesem Sprint geht. Franziska Preuß. Guter Rhythmus, gleichmäßiger Rhythmus. Wichtig, um hier mit drin zu bleiben. Du brauchst im Sprint einfach die Null, um ganz vorne zu landen. Sehr gut, Franziska Preuß. Hat sie super abgearbeitet. Man sieht, dass Chevalier-Boucher extrem aggressiv angegangen ist, das Ganze. Aber Franziska Preuß durchaus mithalten kann. Es ist ja schon mal eine gute Ausgangsbasis. Und ich glaube schon, dass sie im stehenden Anschlag heute gut arbeiten kann. Denise Herrmann, die jetzt rausgeht, gestern mit wirklich wieder einem sehr, sehr guten Saison-Einstand, wie ja schon im vergangenen Jahr gleich aufs Podest gesprungen, die Norm erfüllt für die Olympischen Spiele, das ist schon mal aus dem Kopf. Den würde man hinter Denise Herrmann ohnehin kein Fragezeichen machen. Aber dennoch, bei den Athleten spielt das doch immer so eine kleine Rolle, weil es doch immer ein Thema ist. Und Lisa Vitozzi, 14,2 Sekunden Rückstand. Vielleicht noch nachgeschoben. Franziska Preuß ist da mit 5,5 Sekunden Rückstand angekommen im Schießstand, während es hier Lisa Vitozzi ordentlich erwischt. Aber nur mit 2,9 Sekunden Rückstand wieder rausgelaufen. Sehr gute Range Time, gut geschossen, schnell geschossen und auch keine Zeit verloren vom Stand 30 sozusagen bis zum Rauslaufen. Es ist immer auch ganz wichtig, dass nicht nur das Schießen schnell ist, sondern auch der Rest. Und dann können wir beobachten, ob Tiril Eckhoff wieder hier angreift und ihre Serie über die Saison hinaus der letzten, diese 7 Siege in den letzten 7 Sprints, unglaublich eigentlich, hier fortsetzen kann. Kleiner Strauchler bei Marketa Davidova. Zum ersten Mal in ihrer Karriere im gelben Trikot. Das will man dann natürlich auch festhalten. Auch sie im Bereich von knapp 10 Sekunden mit vorne drin. Ja. Auch sie kommt hier sauber durch. 25 Schüsse unter Wettkampfbedingungen, fehlerfrei. Ja. Das ist schon sehr ordentlich. Ja, absolut. Für Marketa Davidova reicht aber nicht, die Führung hier zu übernehmen. Justine Brezas-Boucher schon wieder da oben im ersten stehenden Anschlag. Davidova also zunächst einmal auf Rang 4 hinter Chevalier-Boucher. Franziska Preuß auf 2, Charvatova auf 3. Dann Davidova auf 4 und hier eine saubere Serie von Justine Brezas-Boucher. Der kommt da draußen aus dem Jubel momentan nicht raus. Anspannung der Trainer an den Gläsern.
Da kannst du nichts mehr machen, wenn sie dann unterwegs sind. Aber eben doch die eine Strafrunde, die Justine Bressas-Boucher damit im Gepäck hat. Parallel hat jetzt Hanna Ölberg geschossen, fehlerfrei. Das ist natürlich für die drittschnellste Läuferin gestern ein guter Auftakt. Ja, absolut. Dass sie das so eben wegtut, das macht ja eine gute Athletin eben auch aus. Und das ist genau das, was wir angedeutet haben. Das kann man dann schon erwarten. Christian Mehringer sehen wir hier draußen an der Strecke, der Denise Herrmann da nochmal mit, was auf den Weg gibt. Davor Janina Hettich, jetzt hier Denise Herrmann, 10,5 Sekunden ihr Rückstand. Auf Elvira Ölberg, auf Elvira Ölberg, die richtig schnell unterwegs ist. Wie anzunehmen war, die haben wir hier groß im Bild, oben Lisa Theresa Hauser. 10,2 Sekunden ist Elvira Ölberg vor Chevalier Boucher in den Schießstand. Aber dann bleibt eine Scheibe stehen. Jean-Marc Chablot da draußen. Anderes Bild als bei den Franzosen, als bei Jean-Paul Jacquinot. Der jubelt, während hier die Schwedin Elvira Ölberg abbiegen muss in die Strafrunde. 150 Meter, die da extra zu absolvieren sind pro Fehler. Und dann ist Dorothea Wira da. Schauen Sie, ganz knapp hinter der Französin Bressas-Boucher hier eingekommen. 0,8 Sekunden nur. Ja, da hat sie die Zeit einer Strafrunde praktisch schon verloren. Dorothea Wira. Und jetzt muss auch sie nochmal in die Runde. Ja, also hat noch ein wenig Mühe hier beim Schießen. Wir haben es eben gesehen, wir haben es gestern erlebt. Insgesamt, ich habe es gestern schon geschildert, nicht ganz rund die ganze Vorbereitung bei Dorothea Wira. Also muss ihren Weg finden in diese olympische Saison. Gestern 37. gewesen. Und dann Lucy Charvatova. Die schnellste bis hierhin zum Schießstand, aber jetzt mit einem Fehler. Der erste Schuss wäre interessant gewesen. Das hat gar nicht sauber ausgesehen, also wirklich stark in die Bewegung hineingeschossen und jetzt hat sie große Probleme. Aber Anna die ist Chevalier Boucher am Schießstand. Da schauen wir jetzt ganz genau. Zwei Strafrunden also für Charvatova. Damit Führung verspielt. Perfekt. Ja, perfektes Schießen. Gleich rüber. Vier Treffer schon bei Janina Hettich. Jawohl. Ja, klappt gut im liegenden Anschlag. Super Serie. Gestern ja schon alle zehn im liegenden abgeräumt. Janina Hettich. Da lagen die Schwierigkeiten eher im stehenden Anschlag. Aber das ist wichtig, hier so reinzukommen, das Selbstvertrauen mitzunehmen in den weiteren Rennverlauf für Janina Hettich, die hier jetzt auf dem 7. Rang liegt. Sehr ordentlich als 21. Starterin. Ja, guter Auftakt. Ja, absolut. Das ist das Bild nach dem zweiten Schießen. Sechs Athletinnen erst durch. Chevalier Boucher vorne vor Bressas-Boucher, wie angedeutet. Die Französinnen in wirklich einer guten Laufform haben sie gestern schon angedeutet. Und dann ist Franziska Preuß da. Und am Rande hat man gesehen, auch Denise Herrmann kommt zu ihrem ersten Schießen, aber ganz klar. Das Stehenschießen ist jetzt interessanter. Zunächst 9,5 Sekunden. Sie kann ja schnell schießen, das macht sie ja auch. Und du musst doch was riskieren, wenn du das hier gewinnen willst. Jetzt ist der Fehler da. Setzt sie kurz ab. Franziska Preuß muss in die Strafrunde. Ach, schade drum. Denise Herrmann beginnt hier sogar mit einem Fehler und justiert dann nach bei rechts. Ja, der Wind hat etwas nachgelassen. Ging immer von rechts nach links. Ist hier mit einer sehr guten Laufzeit reingekommen, nur 2,2 Sekunden Rückstand gehabt beim Eintreffen, aber jetzt summiert sich das eben auf mit dem, was da in der Strafrunde noch dazukommt, in der wir hier Franziska Preuß sehen, die hier dann, ja, ich schätze mal mit einer halben Minute etwa, gute halbe Minute wieder rausgeht auf die Strecke. Jetzt ist sie durch. Schade drum. Rang 3 im Moment für Franziska Preuß. 34,4 Sekunden der Rückstand. Und da haben wir die Nächste, die hier die Bestzeit legt. Beim Eintreffen, wie zu erwarten, muss man quasi sagen, Kirill Eckhoff.
So, jetzt kommt sie ins Zögern. Noch 2, 3 Atemzüge eingeschoben, um die letzte dann noch zu versenken. Aber eben auch für sie eine Strafrunde. Laufen konnte sie schon immer, aber in den letzten Jahren wirklich auch große Fortschritte gemacht im Schießen. Jetzt hier mit dem einen Fehler und Justine Bressas-Boucher ebenso belastet. Strebt dem Ziel entgegen als Erste und dann haben wir so eine erste Zeit. Nach dem zweiten Schießen allerdings nur Chevalier Boucher, die einzige, die ohne Fehler ausgekommen ist. Alle anderen haben Fehler geschossen. Insofern gute Aussichten nach wie vor für Franziska Preuß. Marketa Davidova. Geht sie weiter mit ihren Serien? Da ist der erste Fehler. Den Persson oben, weitere Schwedin. Ja, bleibt bei der einen für Marketa Davidova. Wird sie hinter Franziska Preuß bleiben, die nach wie vor Dritte ist? Ja, und man sieht es, also jetzt kommen immer weniger hier durch. Offensichtlich leicht veränderte Verhältnisse am Schießstand. Ja, es ist eigentlich relativ wenig Wind. Wenig Wind. Ja. Sie haben bei leichtem Wind von rechts nach links angeschossen. 2, 3 Rastmann hat es bei Denise Herrmann gesehen. Hanna so, Öberg. Hanna Öberg, die hat es hier in der Hand. Wenn sie hier durchkommt, hat sie eine gute Chance. Ja, und das schafft sie. Der Jubel ist groß im Stadion von Östersund. Besonderer Moment für die Athletinnen und Athleten, wieder mal vor Zuschauern laufen zu können. 3.500, 4.000 mögen es sein im Stadion von Östersund. Und Hanna Öberg geht hier in Führung. Und sie ist ja eine, die auch eine schnelle Schlussrunde laufen kann. Kraftvolle, schnelle Läuferin. Also Hanna Öberg ist hier eine ganz oben auf der Liste zu führen, während Lisa Therese Hauser einkommt an Position 2. Vanessa Hinz sollte heute noch eine Schippe drauflegen. 2 Fehler, ordentliches Schießen gestern, Laufleistung ausbaufähig. Ingrid Landmark, Handrewort. Und oben Elvira. Ja. Ein Fehler im liegenden Anschlag, Elvira Öberg. Ja, auch Ingrid Landmark-Kantrerold bleibt hier im Rennen. Und Elvira Öberg, kleiner gelber Punkt. Aber es sind schon auch 19,5 Sekunden. Hanna Sola, die jetzt mittlerweile die Führung übernommen hat aus Belarus, die ja bei den Weltmeisterschaften auch auf dem Podium war. Dorothea Wierer, Rang 3, 42,7 Sekunden hinter Bressas-Boucher. Bressas-Boucher, Hauser, dann Wierer, Eder und Lander, das sind die ersten 5, die eingekommen sind. Anaïs Chevalier-Boucher wird die sein, die sich jetzt an die Spitze setzt. Doppelführung der Französinnen, alles getroffen. Sehr, sehr gutes Rennen abgeliefert. Anaïs Chevalier-Boucher, ganz stark. Ja, da hat sie in etwa die Laufzeit ihrer Landsmännin, Landsfrau. Sie sind 5 Sekunden in der Laufzeit auseinander. Marie Eder 17,3 Sekunden zurück. Also die 2 Französinnen sind ganz hervorragend unterwegs. Und die nächste schon oben eingeblendet. Julia Simon. Ah, 2 Fehler sind zu viel. Das ist zu viel in diesem Rennen. Auch gestern 6 Fehler. Also sie hat es nicht ganz hingebracht von gestern auf heute. Über den Sommer hat man sich am meisten von ihr versprochen eigentlich. Sie war so ein bisschen die Leaderin. Aber jetzt schauen wir auf Janina Hettich. Halbe Minute ihr Rückstand. Braucht die Null für ein gutes Ergebnis, klar. Ah, das ist jetzt schwierig für Janina Hettich. 2 Fehler nochmal obendrauf. Also da kommen nochmal gut 40 Sekunden dazu. Das Rennen ist gelaufen. Hanna Öberg hat ihre Führung ausgebaut. 8,8 Sekunden jetzt vorne dran. Franziska Preuß auf der Ziellinie.
Der eine Fehler tut richtig weh in diesem Rennen. Dritter Rang für den Moment. Hinter Brezaz, Boucher, also die beiden Französinnen, bleiben vorne dran. Dann Preuß vor Hauser und Wierer jetzt. Ja, eine gute letzte Runde ist sie da gelaufen. Die Franziska konnte die Zeit über die Lücke nicht mehr ganz schließen, aber auf der letzten Runde schneller als die beiden Französinnen, deutlich schneller sogar. Und das war ein gutes Rennen mit diesem einen Fehler. Sven hat es gesagt, 0-1, wenn sie durchkommt, müsste sie vorne dabei sein. Vorne heißt in diesem Fall aber vielleicht unter den ersten 8. Ja, und wie gesagt, bislang nur Annelie Chevalier-Boucher mit 0 Fehlern. 9 Athletinnen sind drin. Und Hanna Ybeck. Die ja nicht im Ziel. Die ist aber noch nicht im Ziel. Ja, ist schon richtig. Auf der letzten Runde. Ja, Marta Olsby-Reuseland, sehr, sehr schnelle Serie auch. Die war nur knapp hinten dran, 1,8 Sekunden hinter Hanna Sola. Bleibt auch kurz hinten dran, aber in dichter Folge. Nathalie hier, die weiteren Zieleinläufe, aber gleich natürlich rüber zu Denise Herrmann. Und wir registrieren einen weiteren Fehler. Also insgesamt 2 Strafrunden für Denise Herrmann. Zu viel, da ist sie, man sieht sie auch schon mit einem gehörigen Rückstand reingekommen. 23, 24 Sekunden die Strafrunde. Aber das wird heute nichts für Denise Herrmann. Und mit schnellen Schritten, kräftigen Armzügen Vanessa Vogt in die Spur gegangen. Tiril Eckhoff, auch für sie großer Rückstand, 26,6 Sekunden. Im Prinzip mehr als diese eine Strafrunde ausweist. Ja. Und da ist der nächste Fehler, also auch für sie keine Chance auf den Sieg heute. Die Serie reißt für Tiril Eckhoff. Kommt noch ein zweiter Fehler obendrauf. Es dürfte dann auch endgültig das Podium gekostet haben. Und Denise Herrmann jetzt mit einem gehörigen Rückstand von 1 Minute 10 Sekunden. Aber hier kommt Hanna Öberg auf der Ziellinie, setzt sich an die Spitze, überholt die beiden Französinnen. Ganz anderes Rennen als gestern von Hanna Öberg, der Schwedin. 0 Fehler am Schießstand. Gestern waren 7 bei 20 Schuss. Ganz stark. Und Sinara Alimbekova, auch die richtig gut mit dabei. 6,9 Sekunden nur der Rückstand. Jetzt alles getroffen. Gutes Rennen hier insgesamt. Spannendes Rennen. Bislang im Ziel 14 Athletinnen, 2 nur mit 0 Fehlern. Öberg und Chevalier Boucher. Ja, Alimbekova war gestern 7. schnellste Laufzeit. Also die ist gut in Form und zweimal fehlerfrei, das kann man ihr zutrauen. Dann heißt das eine ganz vordere Platzierung wieder für sie. Also wieder mit einer sehr, sehr guten Frühform unterwegs. Sinara Alimbekova und Lynn Persson mit der nächsten sauberen Serie. 5 Treffern. Oben haben wir Hanna Sola, die Führende nach dem ersten Schießen. Jetzt aber mit Fehler. So, da haben wir Marketa Davidova im Ziel, kurz eingekommen. 5. Rang für sie, knappe Minute Rückstand. Die Frau im gelben Trikot. Da muss sie ein bisschen bangen, ob sie das halten kann heute. Elvira Öberg gegen die Zeit von Franziska Preuß. Eine Zehntel. Na, Wahnsinn. Eine Zehntel hinter Franziska Preuß auf Rang 5. Einen Fehler mehr geschossen. Elvira Öberg. Gute Laufform bestätigt in dem Sinne. Ja. Aber unfassbar. 1/10 Sekunden gegenüber Franziska Preuß. Vanessa Hinz. Da ist die erste Scheibe stehen geblieben. Und gleich rüber zu Ingrid Landmark, Tantre Wold. 2 Fehler schon. Boah. Nicht durchziehen können. Patrick Oberegger, Schießtrainer der norwegischen Frauen. Und auf der Strecke draußen Vanessa Vogt. Gestern ja mit einem 12. Rang, halbe Norm erfüllt, klasse Rennen abgeliefert zu Beginn der Saison. Fühlt sich auch gut, gestern nochmal hervorgehoben im Interview.
wie gut das Training gelaufen ist mit den Trainern, die sie da wirklich ein ganzes Stück nach vorne gebracht haben. Fühlt sich stärker, kräftiger, traut sich mehr zu, leistungsbereiter. Und dieser Platz von gestern, dieses 12. im Einzel, ist schon ein kleines Versprechen für die Zukunft. Schauen wir mal auf das Bild. Anna Öberg, Chevalier Boucher, Brésas Boucher, die beiden Französinnen, hinter der Schwedin, dann Franziska Preuß, auf 4, knapp vor Elvira Öberg. Und dann Lotte Lee für Belgien, startende Norwegerin, ja, ja, sehr genau. Gut, 0-1, ja. Schönes Ergebnis für Belgien. Durch die gebürtige Norwegerin, da haben wir nochmal kurz in der Zeitlupe den Zieleinlauf gesehen von Hanna Öberg. Sinara Alimbekova, 11,86 Sekunden, ihr Rückstand, Rang 3 bei dieser Zwischenzeit. Etwa zur Hälfte des Rennens. Gutes Ergebnis für Claire Egan, liegend 0, stehend 0. Schauen wir mal, was bei der Zwischenzeit rauskommt. Beiber waren dicker auch, fehlerfrei. Ja. Aber läuferisch eben nicht auf dem Niveau der ganz vorderen Beiber Bendika. Aber das wird für sie eine richtig gute Platzierung. Zweimal in der Karriere schon Fünfte gewesen. Aber das ist alles schon eine Weile her. Aber mit diesem Rennen kann sie wirklich sehr zufrieden sein, die Frau aus Lettland. Sechster Rang im Moment. Und sechster Rang nach dem zweiten Schießen für Claire Egan, die gerade eben fehlerfrei geschossen hat, nur ganz knapp hinter Franziska Preuß. So, geht hin und her Janina Hettich auf den letzten Metern. Ja, die zwei Fehler ist dann einfach eine große, große Last. 1,48,9 ihr Rückstand. Die beiden Strafrunden, da wird sie sich die 48 Sekunden, aber nochmal dazu eine Minute Rückstand im Laufen, ist schon ein ordentliches Stück zurück. Denise Herrmann, auch sie im großen Rückstand mit den zwei Fehlern unterwegs, dann Richtung Stadion darunter, gleich auf dem Zielstrich, während wir hier Marta Olsby, Reuseland, beim Eintreffen die schnellste in diesem Moment des Rennens, 14,7 Sekunden. Kann sie das halten? Ist immer eine, die gut ist für einen Sieg. Marta Olsby für Reuseland. Jetzt lässt sie eine Scheibe stehen. Ja, trotzdem. Ja, ja, die ist Läuferin gut drauf. Die ist sehr schnell. Ja, und 14,7 Sekunden bringt sie ja schon mit im Prinzip. Wird so 14, 15 Sekunden Rückstand haben nach dem Schießen. Das ist eine Kämpferin. Denise Herrmann kommt ins Ziel. Was wird es heute am Ende für eine Platzierung? Da wird sie noch eine Weile warten müssen nach dem dritten Rang gestern. Momentan jetzt 11. Da wird sich die eine oder andere noch dazwischen schieben. Jeweils einen Fehler. Aber sie hat ja auch angedeutet, schon bevor die Saison losgeht, ich muss erstmal da reinfummeln. Und insofern war ihr gestriger Podestplatz ja wirklich schon ein richtig tolles Ergebnis. Für Denise Herrmann, die sagt, da gibt es noch viel, viel Luft für mich nach oben. Vanessa Vogt. Ja, ein Fehler für sie. Kam mit einem Rückstand hier rein von 24,4 Sekunden. Und nimmt jetzt die 150 Meter in der Strafrunde noch in Angriff. Und Reuseland ist dritte nach dem Schießen, 12,1 Sekunden nur Rückstand auf Hanna Öberg, die zwar eine gute letzte Runde gelaufen ist, aber ich denke mal, theoretisch ist es schon noch möglich, wenn sie über sich hinauswächst, die Reuseland. Schauen wir mal auf Vanessa Vogt nochmal. Ah, 1 Millimeter tief, Randfehler tief, die Scheibe hat leicht gewackelt. Derselbe Treffer, Randtreffer oben oder Randfehler oben, hätte vielleicht zur Folge gehabt, dass die Scheibe fällt. Lynn Persson, die Nächste, die hier zunächst auf einen Top-10-Platz landet, auf Rang 6, bleibt hinter Franziska Preuß, die nach wie vor Vierte ist. Ah, Shahi Alimbekova. Oi. Ja, gleiche Zeit, Johanna Öberg. Wieder alles getroffen, Sinara Alimbekova, also auch für sie gilt jetzt Herz in die Hand genommen, alles raushauen, 9,1 Sekunden ist der Rückstand und da haben wir den Zieleinlauf von Tiril Eckhoff im roten Trikot als Siegerin dieser Disziplin des Vorjahres. Heute wird es nichts mit dem 8. Sieg, Serie wie angesprochen, also gerissen.
Und Hanna Sola ist hier reingekommen jetzt als Dritte mit dem einen Fehler im stehenden Anschlag. Super Rennen abgeliefert. Sprint ist ihre Disziplin, wie erwähnt. Dritte war sie bei den Weltmeisterschaften auf der Pokljuka im Sprint. Das hat sie heute wieder mal unter Beweis gestellt. Die kurze Distanz, die schnelle Distanz, das ist ihr Ding. Überragende Laufzeit heute für Elvira Öberg, die 20 Sekunden schneller war auf der gesamten Strecke als ihre Schwester Hanna. Dann kommen ein paar und auch Franziska Preuß ist gut dabei, nach wie vor. Siebte Laufzeit, 30 Sekunden hinter der schnellsten. Also da hat Franzi gut gearbeitet, auch schnelle letzte Runde für Franzi. Insofern ist das schon bemerkenswert. Sie ist dabei im Laufen, also die Form stimmt erstmal. Und dann haben wir die beste Deutsche von gestern, Anna Weidel, die 25-Jährige. Hinter, pardon, Denise Herrmann, genau, die wollen wir ja nicht unterschlagen, die war auf dem Podest. Also zweitbeste Deutsche, Top-10-Platz gleich für sie, zum zweiten Mal in ihrer Karriere. Der Saison 18-19 war ihr das schon mal gelungen, als Zehnte im Sprint von Pokljuka. Zählte sie zur Mannschaft und wir wollen natürlich beobachten hier, wie es Marta Olsby-Reuseland, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, Herbert, verliert sie? Sie verliert, definitiv. Reuseland verliert gegen Hanna Öberg, hat also da keine Chance mehr. So muss sich noch Hanna Sola erwehren, die noch 7 Sekunden Rückstand hat. Wir wissen, sie hatte eine gute letzte Runde, die Sola aus Belarus. Und Tandrevold kommt hier als 14. rein, Eckhoff 15. Die beiden Freundinnen nebeneinander platziert. Nicht unter den Top 10 heute in diesem ersten Sprint von insgesamt 10 der Saison. Und ein weiterer Fehler von Vanessa Hinz. Ja, verletzt dabei. Rückstand schon auf eine gute Minute angewachsen. Und hier haben wir Anaïs Bescon, die älteste im französischen Team. Super in Form auch sie. 6. Laufzeit gestern im Einzel. Schau am vorne am Rohr hat sie so eine Quergestellung, um vielleicht die Waage zu halten. Das sieht man sehr, sehr, habe ich noch nie gesehen im Biathlon. Das gibt es von den Sportschützen sicher. Und das ist ein Instrument gegen das Verkanten. Sinara Alimbekava hält sich auf dem dritten Rang, 13,8 Sekunden. Hier Rückstand auf Hanna Öberg. Haben wir sie, Belarus, wie angesprochen, wirklich wieder in einer richtig guten Form. Schon im vergangenen Jahr hat sie sich zu Beginn der Saison das blaue Trikot geschnappt, als beste Athletin unter 25 Jahren, was auch lange getragen. Und Marte Olsby-Reuseland. Die Zeit von Sola dürfte relevant sein. Das ist die, die sie schlagen muss. Das schafft sie schon natürlich. Hat er jetzt noch 27 Sekunden. Genau, Hanna Sola auf Rang 3, 27,80. 3 Sekunden hinter Öberg, also der schnellsten Zeit zurück. Das ist der Puffer, der ihr bleibt. Die Zeit von Chevalier Boucher ist durch. Die ist nach wie vor Zweite. Und jetzt verdrängt Marte Olsby-Reuseland Hanna Sola auf Rang 4. Also die erste Norwegerin mit einem Top-Ergebnis heute, Marte Olsby-Reuseland, 30-Jährige. Und aus Belarus kommt jetzt gleich noch Alimbekava und das ist natürlich Anna Weidel. Nach 1,3 Kilometern, da laufen die Zeiten nur so durch, Rang 35. Und da kommt Alimbekava. Ja, ganz genau. Ah, sieht noch gut aus, wie sie hier hochkommt. Jetzt geht sie da außen vorbei, jetzt kommt gleich diese Spitzkehre. Hat sie noch geschafft, vorbeizukommen. 2 Zehntel hinter Reuseland ist sie an dieser Zwischenzeit. Also jetzt muss sie Gas geben. Es wird sie sicher von den Betreuern mitbekommen, dass sie alles geben muss, dass sie hier um den 3. Platz kämpft. So gut es eben noch geht. Vergangenen Jahr, wie erwähnt, 1. Sieg. Im Sprint von Hochfilzen war es. 3-mal war sie 2. Gelingt ihr der Sprung aufs Podest? Da würde ich mir Enthusiasmus von den Betreuern wünschen.
Das ist auch, wenn man es nicht hört als Athlet, wenn man sieht, wie hektisch die sind, dann weiß man, jetzt geht's wirklich um alles. Ja, aber es ist schwierig. Das wird schwierig, nicht zu machen, glaube ich, für sie. Nee, nee, vorbei die Zeit von Marta Olsby-Reuseland. Aber die von Hanna Sola, die schafft sie. Also, vierter Rang für Zinara Alimbekova. Gute Basis, alles getroffen am Schießstand. Ja, damit zwei Damen aus Belarus unter den ersten fünf im Augenblick. Ja, acht Athletinnen, ich habe gerade mal nachgeschaut, die insgesamt bislang im Ziel sind und alles getroffen haben. Alle anderen haben sich hier Fehler geleistet, wie auch Vanessa Vogt jetzt mit einem weiteren, sodass sie nochmal den kleinen Umweg gehen muss über die Strafrunde und damit auch noch einmal eine größere Last mitnehmen muss in Zeitfaktor. Gestern, wie erwähnt, der 12. Rang, halbe Norm, erfüllt für die Olympischen Spiele als Newcomerin im Team. Ja, deutlich, sehr schön zu sehen, der Fehler. Ja, stehend ist schon schwierig, so ist es nicht. Das war dafür ein richtig schöner Platschuss sozusagen mitten rein ins Liegenzentrum. Ja, und da kommt sie als 34. raus. Für die ersten 40 gibt es Punkte, also eine schnelle Runde jetzt. Sind ja noch einige unterwegs. Punkte, in den Punkterängen zu landen, wäre für unsere Jungen wirklich heute respektabel. Ja, genau. Und nochmal das Bild hier von Hanna Öberg. Sieht ganz danach aus, als sei es ihr 6. Weltcupsieg, dieser Sprint hier in der Heimat in Östersund. Und Anna Weidel bereitet sich vor aufs erste Schießen im liegenden Anschlag. Brille hoch, Puls runterfahren. 22,6 Sekunden ihr Rückstand. Also im Bereich des Schießstandes, das sogenannte Range Time, da ist sie immer sehr gut. Da kann sie die ein oder andere Sekunde aufholen. Ja, eine schnelle Schützin, die, wenn es so richtig im Fluss ist, richtig krachen lassen kann. Aber dann muss erstmal der erste sitzen. Jawohl, zwei, drei Rasten bei links. Es herrscht ein leichter Wind von rechts nach links. Ja, sehr gut. Ja. Knüpft genau da an, wo sie gestern schon geglänzt hat, Anna Weidel. Gutes Schießen hier zum Auftakt in diesem Sprint. Gestern ja wirklich ein dickes, dickes Ausrufezeichen von ihr mit diesem Top-10-Platz. Und jetzt geht's gleich zurück auf die Strecke, Rang 14. Elisa Gasparin aus der Schweizer Mannschaft. Liegend alles getroffen, aber jetzt mit zwei Fehlern. Und der dritte kommt noch hinzu. Also 450 Meter, die sie da extra absolvieren muss. Und Vanessa Hinz. Boah. Hohe 30er Platzierung. 36. Platz für Vanessa Hinz. Gestern 44. Tut sich schwer zu Beginn dieser Saison, aber man darf es auch nicht überbewerten. Dieses erste Wochenende hört man immer wieder bei Athleten und Trainer. Das ist vielleicht ein Fingerzeig, aber heißt nichts im Blick auf die Gesamtsaison. Definitiv. Vanessa Hinz hatte allerdings im letzten Jahr auch insgesamt schon läuferische Probleme. Ja. Da muss man mal schauen, wo die Reise hingeht. Es wäre ja zu wünschen, wenn sie noch 2% schneller laufen könnte, dann wäre es in Ordnung. Und hier sieht man wieder vorne an der Mündung dieses Teil von Anaïs Bescon, diese Art Waage, die hält das, damit sie eben den Anschlag komplett gerade halten kann. Nicht verkantet das Gewehr. Wie gesagt, ich habe es so im Biathlon noch gar nicht gesehen. Und die Faust von Jean-Paul Jacquinot haben wir heute häufiger gesehen. Kommt hier mit 5 Treffern, schaut nochmal über die Schulter rüber und geht dann raus in die letzte Runde. Anaïs Bescon. An 11, also in Richtung Top-10-Platz, wenn ihr jetzt noch eine gute Schlussrunde gelingt. Sarimeda haben wir hier aus Japan. Gestern ja der überragende Top-10-Platz ihres Mannschaftskollegen.
Und da haben wir die Siegerin von heute, Hanna Öberg. Zwei komplett verschiedene Rennen. Gestern das Einzel, 73. gewesen mit 7 Fehlern und heute steht sie wieder ganz oben. So ist das im Biathlon-Sport. Ich glaube, die hat schon mal so einen Einstieg gehabt. Ja. Das erste Rennen komplett nach hinten losgegangen, aber dann gleich das nächste gewonnen. Aber das ist eben im Biathlon-Sport möglich. Das ist eben das, was man sich auch als Sportler immer wieder vergewissern muss. Sagt ihr ja auch immer wieder als Experten, die ihr es betrieben habt. Du musst es einfach wegtun. Jedes Rennen neue Chance, neues Rennen neues Glück. Wenn es so einfach wäre. Ja. Hanna Öberg hat es heute bewiesen, dass es gut möglich ist und dann sogar zu einem Sieg führen kann am nächsten Tag. Ida Lien, den guten Schießen, die junge Norwegerin. Und dann haben wir mal eine Chinesin, eine Athletin von Daya Domracheva im Bild. Auch die haben gestern gut geschossen. Gute Platzierungen um die 20er herum. Ja, 21. 21 und 19., wenn ich es richtig habe, ja. Sie war 21, die hier mit einem Fehler nur im Einzel. Eine junge Mannschaft insgesamt, sie ist 23 Jahre alt hier. Bestes Ergebnis gestern mit diesem 21. Rang. Also da passiert schon was. Daya Domracheva und Ola Einar Bjørndalen helfen da schon, diese Spitzenkräfte. Den Sport dort in China ein wenig voranzubringen. Chloé Chevalier. Mit einer guten Angangszeit, 12,7 Sekunden. Ja. Mona Bronson. Aussichtslos, was einen Top-10-Platz angeht. Aber die Schwedinnen haben dann heute eben etwas zu feiern. Mit ihren Fans hier in Östersund zum Auftakt der neuen Saison. Vanessa Vogt kommt rein. So, und am Ende, beziehungsweise momentan auf dem 27. Rang. Also wieder gut in den Punkterängen drin. Ja. Hat sie eine gute Schlussrunde hingelegt. Ja, deutlich. Ja, deutlich besser als Hinz zum Beispiel oder Hettich. Ja. Da reden wir von 7 Sekunden auf diesen 2,5 Kilometer, doch deutlich. Und Mona Bronson hier als 15. jetzt geführt in der Liste derer, die im Ziel sind. Franziska Preuß auf 7, Hanna Öberg also an 1, Chevalier Boucher, Marto Osvi-Reuseland, das sind die Podestplätze. Franziska Preuß auf 7 momentan, Denise Herrmann auf der 19, Vanessa Vogt jetzt auf 28, Hettich auf 29 und Vanessa Hinz auf 41, also rausgepurzelt schon aus dem Punkterring. Irina Lechtschanka, die sich hier noch zurechtlegt. In den liegenden Anschlag rein. Zwei Fehler, dann am Ende für die Frau aus Belarus. Kristina Retzova, die hatte einen richtig guten Auftakt gestern im Einzel. Die 24-jährige Russin aus Moskau. Und auch jetzt kommt sie wieder gut rein in diesen Sprint. Alles getroffen im liegenden Anschlag. Im Bereich einer Top-10-Platzierung hier unterwegs. Den kann sie schaffen. In etwa wie Anna Weidl. Weidl, ja. Da kommt sie auch schon aufs Stichwort. Hin zum zweiten Schießen, also stehender Anschlag für Anna Weidl, der gestern alles getroffen hat, 20 Schuss und auch die nächsten 5 heute versenkt hat. Nicht denken, wie gestern beim 5. Schuss durchziehen. 1,9, 1,6, sehr schnelles Schießen von Anna Weidl. Und die kommt hier durch. Volles Risiko, voller Lohn, alles getroffen. 5 Treffer von Anna Weidl, 30 Schuss in dieser Saison versenkt.
Und das ist richtig gut für eine dieser Athletinnen. Wir sagen es ja immer, wenn sie dann reinkommen in den Weltcup, natürlich ist der Druck für sie da. Sie war schon mehrfach da, über mehrere Jahre hinweg immer Rennen gelaufen. Und Bernd Eisenbichler, der sportliche Verantwortliche im deutschen Verband, hat auch gesagt, sie muss jetzt auch mal liefern, jetzt muss das auch kommen. Und der Druck ist da, die Durchlässigkeit ist da. Andere Athletin, wir haben es gesagt, heute wieder Franziska Hildebrand, die im IBU Cup geglänzt hat. Ja. Da gibt es schon Siegleistungen. Also der Druck in der Mannschaft ist da und es funktioniert für Anna Weidel. Super. Sehr gut. Also diese Teilleistung des Schießens beherrscht sie hier wirklich gut, immer schon eigentlich. Sie ist immer schon eine, die auch schnell schießen kann. Es ist begeisternd, wenn man solche Schießergebnisse sieht. Es sieht so einfach aus und es ist doch so schwierig. Ja. Jessica Czislova ist die nächste, die hier folgt. Auch sie hat alles blank gemacht. Die Schießscheiben abgeräumt. Und Anna Weidel auf dem 9. Rang jetzt nach dem 2. Schießen. Die Aufgabe wäre jetzt unter einer Minute zu bleiben. Das wäre dann theoretisch die Chance, unter die ersten 15 zu kommen. Ja. Damit hätte sie dann ihre Norm. Ja. Absolut, das ist das Ziel von Anna Weidel. Momentan also Rang 9, das war die Platzierung gestern. Und wir hören mal Franziska Preuß, wie es ihr ergangen ist. Wie gesagt, im Moment als beste Deutsche auf Rang 8 geführt. Ja, Franziska, das sieht sehr viel besser oder sah sehr viel besser aus heute als gestern für Sie auch angefühlt. Ja, läuferisch ging es vielleicht am Anfang einen Zacken zäher als gestern. Aber ich bin dann ganz gut reinkommen, habe in der Schlussrunde auch die Marte Reuseland mit dabei gehabt. Das war für mich jetzt ganz gut. Und ja, es war ein solides Rennen heute. Ein Fehler, ist wieder einer zu viel. Aber ja, für den ersten Sprint passt es definitiv gut. Ja, wo ich sage, ein Fehler kann aber immer mal passieren. Gestern waren es 4, da waren Sie unglücklicher mit. Wir können das nochmal sehen hier, glaube ich, sogar im Stehen schießen. Wo lag das Problem? Ja, ich hatte heute, ich will es eigentlich gar nicht sagen, aber irgendwie haben meine Oberschenkel wieder gewackelt. Ich glaube, das war halt echt einfach die Kälte. Das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht, aber ich war dann echt froh, dass ich da nochmal abgesetzt habe und den letzten nochmal sicher reingebracht habe, weil mit 2 Fehler wird es dann gleich wieder ganz anders ausschauen. Von dem her war dann schon, habe ich das Beste draus gemacht. Ich hoffe, das war jetzt eine einmalige Sache, dieses Wackeln und prima. Platz 8, wunderbar. Ja, schönen ersten Advent noch. Vielen Dank. Danke, ciao. Ja, das Wackeln, die sogenannte Nähmaschine, hat sie ja immer wieder mal. Das Problem ist auch ein bisschen ein mentales Problem. Deswegen hat sie gesagt, hoffentlich, und war, also sie ist sich da nicht ganz sicher. Sie schiebt es heute auf die Kälte und da lassen wir es auch bewenden. Ja, und sehen wir hier Idalin, weiteres gutes Schießen dranhängt. Auch im stehenden Anschlag alles getroffen. Läuft so wie Weidel in etwa, etwas langsamer sogar. Also Anna muss jetzt mal auf der letzten Runde was bringen. Also das ist ja ihre Schwäche. Da verliert sie oft die meiste Zeit. Und Stina Nielsen, die ehemalige Langläuferin jetzt da. Eine der spannendsten Personalien in den letzten Jahren im Biathlon. Olympiasiegerin im Langlauf, die gewechselt ist ins Biathlon-Lager, durch eine Verletzung dann zurückgeworfen wurde im letzten Jahr. Natürlich ähnlich wie bei Denise Herrmann auch reinkommen muss ins Schießen. Das ist die größte Umstellung für die Langläufer, das Schießen dann zu erlernen und auf dieses Niveau zu bringen. Gestern war sie 43. im Einzel. Hat sie die Punkteränge verpasst, auch 4 Fehler geschossen, 21. Laufzeit gehabt. Also es ist schon ein Weg für eine Langläuferin, da reinzukommen und da anzuknüpfen. Aber sie kann natürlich mit dem Potenzial der Langläuferin, der so erfolgreichen Langläuferin, für absolute Bestzeiten sicher, ja, kann sie liefern. Und wir schauen auf Juliane Frühwert, die als letzte Deutsche hier ins Rennen geht mit der Startnummer 108. 116 sind insgesamt gemeldet für diesen ersten Sprint. Und sie ist natürlich auf dem Weg und hofft heute auf ein besseres Ergebnis als gestern. Da war sie 59. im Einzel. Aber wir haben es ja gesagt, sie hat gut geschossen gestern. Ein Fehler nur im ersten stehenden Anschlag.
Ja, jetzt wird's du schaust auf Anna Weidel, ja. Siehst dir an. Ja, ja, Anna verliert Zeit. Oi. Ja, die letzte Runde, das... Ah, da, wie macht man das, dass man auf der letzten Runde schneller laufen kann? Es ist jetzt schon 59 Sekunden, also unter einer Minute, habe ich gesagt, soll es bleiben. Jetzt ist aber Rang 14 und da kommen ja noch ein paar. Das könnte sein, dass es Platz 17, 18 wird zum Schluss. Und eben nicht dieser 15. Ja. Darum geht es in der ganzen Diskussion. Gestern ja schon die Metallnorm geschafft mit diesem 9. Rang. Die besten 15 zweimal zu schaffen, das ist die Voraussetzung, die Norm, die gestellt ist vom Verband. Einmal beste 8, zweimal beste 15. Und das wäre ein tolles Ziel oder ein überragendes Ergebnis für Sie in den ersten beiden Rennen. Aber das scheint dir hier so ein bisschen durch die Finger zu flutschen. Ja, ja, es, optisch ist gar nicht so schlecht, aber sie verliert einfach Zeit. Insgesamt läuft sie da auf der letzten Runde zu langsam. Wie macht man es im Training? Immer wieder üben. Egal wann, im einfachen Training, im Belastungstraining, immer die letzte Runde so schnell wie möglich. So, momentan ist sie 15. Aber du hast es erwähnt, da sind noch einige unterwegs, mehr als 30 Läuferinnen, die da noch folgen werden. Und während wir hier die Studie sehen von Denise Herrmann um diese Kehre herum, wissen wir, sie steht bei Nils Kaben, bitte. So ist es, immer ein klares Zeichen. Denise, gestern haben Sie gestrahlt, Rang 3, so ging der Winter los. Heute sind nicht ganz so zufrieden, kann ich mir vorstellen, momentan Rang 20. Was ist schiefgelaufen? Ach ja, es ist halt nicht jeder Tag wie ein anderer. Wir machen ein Biathlon und heute war ein Sprint. Das ist natürlich ein Wettkampf, der war jetzt ein ganz anderer wie gestern. Aber für mich gibt es jetzt nicht enttäuscht oder voll froh auf 100%, sondern ich nehme die Rennen jetzt zum Reinkommen. Das habe ich von Anfang an gesagt und es ist mir auch bewusst. Und von daher läuft es mal besser, läuft es mal schlechter. Hängt zum Glück kein Verfolger dran. Ich meine, dass ich mehr kann, weiß ich, aber ich bin auch froh, dass ich jetzt noch nicht so in Topform bin, weil die Saison ist noch lang und von daher gibt noch einiges. Was nehmen Sie denn aus diesem Rennen mit heute? Ja, es ging erstmal gleich ein bisschen was schief. Ich habe gleich meine Brille am Anfang verloren. Da hatte ich natürlich dann mit den Augen ein bisschen zu kämpfen. Ist ja extrem kalt und dann kommen so ein paar Tränen in der Abfahrt immer vom Fahrtwind und dann hat sich das so ein bisschen vereist um mein Auge rum. Ja, sonst habe ich natürlich versucht, da wirklich meine Sachen im Schießen so zu machen. Konnte mir natürlich heute nicht so Zeit lassen wie gestern. Verliere da auch einige Zeit trotzdem aber noch am Schießstand. Im Sprint muss man aber einfach ein bisschen mehr Risiko gehen. Das ist mir heute nicht, ja, mit so einer Coolness wie gestern ganz so gut gelungen. Aber ja, mal einer ist jetzt keine Vollkatastrophe. Aber man muss natürlich heute mit einer 0 oder mit einer 1 weggehen, wenn man halt auch läuferisch noch nicht ganz so in Form ist, dass man da kompensieren kann auf der Runde. Sie bleiben ja noch eine ganze Woche hier. Mitte nächster Woche beginnt der nächste Weltcup hier in Östersund. Wie verbringen Sie die Zeit ausschließlich zwischen Training, Trainingsplatz hätte ich beinahe gesagt, und Hotel? Ja, man muss natürlich schon ein bisschen so locker beim Laufen sein. Hier liegt ja zum Glück außerhalb von der Runde auch noch ein bisschen eine flachere Runde. Wir werden bestimmt mal klassisch gehen und sonst ein bisschen Regenerationsmaßnahmen. Und ja, mal schauen. Was hier geht ja nicht ringsrum, aber ja, muss man sich schon gut erholen. Im nächsten Wochenende, da stehen halt 3 Wettkämpfe auch an. Da ist noch ein bisschen eine andere Abforderung. Aber ja, jetzt die Wettkämpfe mal wirken lassen und dann denke ich, läuft es schon ein bisschen leichter nächste Woche. Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Danke. Ganz genau so reinfummeln in die Saison. Wir haben es ja erwähnt, genauso wie sie es jetzt auch nochmal erzählt hat, dass der Weltcup auch nicht das höchste Ziel ist. Im vergangenen Jahr war es das sehr wohl, ging ja dann auch schief mit der frühen Formulierung, dieses hohen Ziel, angreifen auf den Gesamtweltcup. Jetzt sagt sie eindeutig die Olympischen Spiele. Das ist mein Ziel. Mit 32 dürften es dann auch die letzten sein. Für Denise Herrmann eventuell. Das weiß sie ganz genau. Und dem Ziel, bei den Olympischen Spielen in Topform zu sein, ordnet sie in dieser Saison alles unter. Irina Kasakiewicz aus Russland. 2 Fehler gleich zu Beginn. Werden sie weit zurückspülen in diesem großen Feld. So, Juliane Frühwert. Dann laufen die Namen unten rasant durch. Alles eng beieinander in diesem mittleren Feld. 30,9 Sekunden nach 2,1 Kilometern ihr Rückstand. Und Anna Magnusson, weitere Schwedin. So,
Läufer mit einer Strafrunde hier ankommt. 45 Sekunden, ihr Rückstand auf Hanna Öberg beim Eintreffen am Schießstand. Aber jetzt hier mit einer glänzenden Serie. Die hier auch entsprechend belohnt wird mit reichlich Applaus für Anna Magnusson. So, ich schaue nochmal drauf. Anna Weidel mittlerweile auf Rang 16. Ja. Also nichts mit den Top 15 heute. Schade drum. Ja. Aber ein weiteres gutes Ergebnis. Genau. Zu Beginn dieser Saison wollen wir überhaupt nicht schlecht reden. Von Anna Weidel überragendes Schießen. Also das konnte sie jetzt an diesem Wochenende wie keine. Ja. Das hat keine geschafft. 30 Schüsse, 30 Treffer. Das ist schon herausragend gewesen von Anna Weidel. Ja, davon ist Stina Nilsson momentan noch weit entfernt. Wieder 4 Fehler heute, aber bei nur 2 Schießen, wie wir gerade gesehen haben, 3 nochmal im stehenden Anschlag. Aber da wird es einfach Zeit brauchen, um auf ein gewisses Niveau zu kommen. Juliane Früh. Und Anna Weidel ist im Augenblick nur 1,5 Sekunden hinter diesem 15. Platz. Also gestern 0,9, jetzt 1,5. Also das ist schon... Gestern 0,9 auf den 8. Rang. Auf den 8. Rang, ja. Das ist schon gewesen, ja. Eieiei. Oh, gleich im liegenden Anschlag. 2 Fehler für Juliane Frühwirth. 300 extra Meter sind da zu absolvieren, die dann auch richtig wehtun. Hast du immer schön lange Zeit, drüber nachzudenken. Kein optimaler Einstieg, ganz klar. Rechts hoch der Fehler und auch ähnliche Stelle. Aber der nächste dann gleich links tief, der Treffer. Also da war sehr viel Unruhe in im Gewehr. Teresa Winklarková, weitere Athletin aus Tschechien, die ja alles getroffen hat bei ihrer Schießeinlage. Und mit der 95 Irina Kruchinkina aus Belarus, 26-jährige Top-10-Läuferin vergangenen Jahr. Auch bei einem Sprint war sie 7. Und Juliane Frühwirth spult hier die beiden Runden oder Ovals besser gesagt ab. Und dann rasen die Namen da unten durch. Mit diesen 2 Fehlern landet sie im Moment auf Rang 98, 1,31 ihr Rückstand. Ziemlich bitter. Ja, läuferisch einfach zu weit weg für dieses Weltklassefeld. Gestern auch 98. Laufzeit, sofern ich mich erinnern kann. Also es war schon, da muss sie noch arbeiten. Absolut. Auch und junge Athletin, ja, die herangeführt werden soll, so wie es bei Janina Hettich in den letzten Jahren gelungen ist. Und die hören wir jetzt. Bitte, Nils. Sie haben gestern schon hier gestanden und haben gesagt, so richtig zufrieden bin ich nicht. Ist heute vermutlich nicht anders. Wo ist der Wurm zu suchen, der da offensichtlich drin ist? Ja, heute eher beim Schießen. Läuferisch ging es mir im Vergleich zu gestern schon deutlich besser. Aber 2 Fehler stehen sind natürlich auch wieder viel zu viel. Wie erklären sich solche Fehler? Wir haben gerade von Franziska Preuß gehört, da zitterten plötzlich die Oberschenkel. Die Strecke ist ja sehr anspruchsvoll, so viel wissen wir schon. Ja, ich habe heute einfach die Waffe nicht so richtig ruhig gekriegt. Also ich stand nie so wirklich gut im Ziel. Es waren dann alle so ein bisschen Zitterschüsse und ja, dann sind halt 2 Fehler passiert. Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das möglichst bald und schnell in den Griff kriegen. Vielen Dank. Und dazu ist ja jetzt zunächst mal Zeit. Da sind ein paar Trainingseinheiten, bevor die nächsten Rennen dann in der Woche hier von Östersund anstehen. Haben wir nochmal den Zieleinlauf von Janina Hettich. Eigentlich ja sehr gute Schützin. Aber wir erleben es ja einfach jeden Tag wieder. Das muss man dann so nehmen, wie es ist. Da liegt man auch mal nebendran. Ja, wenn man diese Listen, du hast es vielleicht besser im Kopf, so sieht. Da ist Franziska Preuß und Marte Olsby-Reuseland gestern auch mit ordentlichen Ergebnissen unterwegs gewesen. Ja. Aber der Rest war dann schon wieder weiter hinten. Ja. Und wenn wir jetzt die Weltcups-Gesamtsiegerin des letzten Jahres suchen, da schauen wir dann schon auf die 3. Seite der Ergebnisliste. Also das ist halt beim Biathlon so, die Zuschauer wissen es. Und das ist ja das Schöne daran, dass es immer wieder neue
Konstellationen gibt. Absolut. Und eben gerade zu Beginn der Saison mischt sich das doch nochmal ordentlich durcheinander. Aber die Arrivierte hat sich durchgesetzt. Wir haben es gesagt zu Beginn, das wird schon anders sein als gestern auch. Die Französin mit einer guten Laufform haben es heute bestätigt und haben eine auf dem Podest mit Chevalier Boucher und Marthe Olsby-Reusseland ebenso heute auf Rang 3 auf dem Podium. Also drei verschiedene Nationen mit Hanna Öberg, mit Chevalier Boucher und Marthe Olsby-Reusseland. Auf dem Podest. Franziska Beuys also auf dem 7. Rang. Auch für sie gilt Norm erfüllt. Ja. Und moralisch hat es ja die Anna Weidel eigentlich auch schon geschafft. Ja, definitiv. Also um Gottes Willen, wir wollen es gar nicht schlecht reden. Ganz im Gegenteil, ein toller Saisoneinstieg von Anna Weidel. Und wenn man eben die große Namen auch liegt, die hinter ihr gelandet sind, kommt ja noch dazu Dorothea Viera, sehe ich gerade auf Platz 22 zum Beispiel. Oder eben auch Denise Hermann auf 24. Du hast es gesagt, die Norwegerinnen Tantrevold 26, Eckhoff 27. Ja. Da ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Absolut. Von Anna Weidel. Anna Magnusson. Sie reiht sich dahinter ein. 20. Platz. Mit dem einen Fehler. 1,09 ihr Rückstand. Also ist wirklich gut durchmischt da vorne. Hanna Öberg aus Schweden, dann die Französin, dann die Norwegerin, dann zwei Athletinnen aus Belarus mit Alim Bekava und Sola. Ganz starker Auftritt. Die nächste Französin und dann Franziska Preuß als beste Deutsche. Vor zwei Schwedinnen, Elvira Öberg und Lynn Persson. So, dann hören wir die ältere Schwester von Elvira, Hanna Öberg, 6. Weltcupsieg. Gratulation, Nils, bitte. Hanna, herzlichen Glückwünsche. Tolles Rennen, ganz anders als gestern mit 7 Fehlern als 74. Was war heute so anders? Congratulations, very good race today. Totally different from yesterday with 7 mistakes and finished, I think, 74th. What was the difference? Yeah, yesterday I was a bit unsure about my physical shape when I saw that the skiing was working really good, then I could just relax today and do as I normally do, and yeah. then the hits also came on the shooting range. Also sie sagt, sie war gestern ganz unsicher über ihre körperliche Verfassung, aber heute, als sie dann gemerkt hat, dass auch die Skier gut funktionieren, wurde sie sehr selbstbewusst und dann haben auch die Schüsse geklappt. Ist es was Besonderes für Sie, hier vor den 3.000, 4.000 Zuschauern zu laufen, ist ja doch eine sehr viel schönere, andere Atmosphäre, als wir es im letzten Winter gesehen haben. Makes a difference to race in front of the audience here in Sweden? Yeah, it was so much fun, and today I could also please the crowd with some zeros on the shooting range, so I'm really happy about that, and I think it was sehr gute Stimmung. Ja, sehr schön. Vielen Dank, herzlichen Glückwunsch. Ja, sie sagt, es war sehr, sehr schön für Sie und sie freut sich natürlich auch, dass sie den Zuschauern ein bisschen was zurückgeben konnte mit guten Auftritten am Schießstand. Hat prima geklappt für sie. Ja, und diese niedrigen Inzidenzen, sage ich nochmal ganz kurz, erlauben das, dass hier Zuschauer sind. Sie wissen, werden es gelesen, gehört haben. Wir haben es gestern ja schon gesagt, Hochfilzen wird ohne Zuschauer stattfinden, auch Oberhof dann, Frankreich noch fraglich. Also wie die Saison sich weiter gestaltet, wird man dann absehen müssen, je nach Lage der Pandemie, die auch in dieser Saison eingreift ins Biathlon-Geschehen, insgesamt ins Wintersport-Geschehen. Oh. Juliane, bleib stehen. Gerade in diesem Abschnitt kann man sehr viel Zeit verlieren, wenn man stürzt. Ja, kommt hier rein jetzt zum zweiten Schießen. Drückt mir die Daumen, dass sie nochmal ein positives Erlebnis hier mitnehmen kann. Schau mal raus hier. Na, zwei Athletinnen jetzt am Schießstand, also nicht mehr so viele unterwegs. Klar, bei 116 Starterinnen, die meisten sind im Ziel. Jetzt hat sie den Schießstand für sich alleine, steht da ziemlich weit links. Bahn 28. Mhm. Kein Wind. Gute Voraussetzungen. Ja. Ja, so ärgerlich, so hört sich das an, wenn es ärgerlich ist. Ja. Wenn ein weiterer Fehler da hinzukommt,
Insgesamt also der dritte, sodass dieser Sprint von 7,5 insgesamt auf 7,95 Kilometer angewachsen ist. Wo war er denn? Ja, links. Ja. Ja, hat sich ein bisschen geärgert. Christian Mehringer wird es zur Kenntnis nehmen. Das wird analysiert und dann wird gegebenenfalls in der nächsten Woche oder wann immer der nächste IBU Cup ansteht, Juliane, glaube ich, jetzt da mitmachen. Es ist ja so angedeutet, wie gesagt, es bleiben ja nur 6 Startplätze. Ja. Vanessa Vogt ja mit dem persönlichen Startrecht hier. Und es ging zwischen Anna Weidel und Juliane Frühwirth ja darum, wer kann bleiben und wer geht in den IBU Cup. Und da denke ich, hat Anna Weidel doch überragend hier performt, wie man neudeutsch sagt. Ähnlich wie Vanessa Vogt, wenn man es insgesamt sieht. Und wir hören mal, wie sie heute ergangen ist. Nils. Ja, was wir schon wissen ist, dass es ihr heute nicht ganz so gut ergangen ist wie gestern. Haben Sie persönlich schon eine Erklärung dafür? So richtig eine Erklärung habe ich noch nicht. Also definitiv lief es am Schießstand heute nicht so, wie ich gewollt habe. 1-1 ist natürlich nicht das, was ich mir vornehme vor dem Rennen. Aber ich habe auf jeden Fall wieder eine Menge gelernt und gesehen, dass ich im Laufen einfach Schritt für Schritt immer mehr nach vorne kommen. Ich glaube, das stimmt mich ganz positiv. Haben Sie denn schon Verabredungen getroffen mit den Trainern? Werden Sie jetzt in der nächsten Woche auch hier bleiben oder rücken Sie nochmal in den EBU Cup? Das muss man jetzt einfach sehen. Also wir setzen uns sicherlich mit den Trainern nachher dann zusammen und dann wird einfach besprochen, wer die 6 Besten hier nächste Woche am Start sind. Aber wenn Sie selbst entscheiden können, hier ist schöner? Ja, natürlich, hier ist definitiv schöner. Dann drücken wir mal die Daumen. Also der Auftritt gestern lässt doch da sehr viel erwarten und hoffen noch für diesen Winter. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, so sieht's aus. Dieser 12. Rang, das war schon ein klares Zeichen auch von Vanessa Vogt. Da denke ich schon, dass wir sie hier in der nächsten Woche erleben werden bei den weiteren Rennen von Östersund. Und das, was sie gesagt hat, ist ja das, was zählt. Ich habe auch heute wieder viel gelernt für diese Athletinnen, eben hier reinzukommen in den Weltcup-Zirkus. Da ist jedes Rennen an Lernen und an Weiterkommen. Und das hört ja eigentlich auch nicht wirklich auf. Ja, und wenn man mal in eine dieser Analysen geht, in diese sogenannte Range Time, also Zeit, die man am Schießstand verbringt, da ist es einfach so, dass sie zum Beispiel auf Anna Weidel 15 Sekunden verliert bei diesen 2 Schießen. Alleine in der Zeit vom Reinlaufen zum Schießstand bis zum Weglaufen. 15 Sekunden, das musst du dir auf der Strecke erstmal erarbeiten. Ja, das ist schon brutal. Ja, klar. Und 19 Sekunden sogar auf die schnellste, das war heute Lisa Vitozzi. Also die Range Time, auch immer etwas, was die Trainer gerne anschauen, um zu analysieren. Nicht zu viel Zeit verschlafen beim Anlauf. Und schon gleich gar nicht beim Weglaufen. Also da muss immer alles optimal passieren. Aus unserer deutschen Mannschaft macht es im Augenblick am besten Anna Weidel, sowohl gestern als auch heute. Kommt ihre Schießzeit noch hinzu, wird ja unglaublich schnell geschossen auch. Aber es ist genau dieses Gesamte, von vorne bis hinten im Schießstand zu arbeiten und ganz bewusst da reinzugehen und auch noch bewusster wieder rauszugehen. Ja. Ganz wichtig. Und schon interessant, ja, dass du gerade beim Sprint, wenn du diese 15 Sekunden, wie du sagst, verlierst, auf der kurzen Runde wieder einzuholen. Also da gibt es viele Facetten, diese Teilanalysen, die folgen dann nach den Rennen, diese Teilabschnitte auch der verschiedenen Rennphasen, erste, zweite, dritte Runde, die verschiedenen Zwischenzeiten, wo lag man da, da wird schon genau hingeschaut. Ja. Können wir gleich nochmal und wir hören mal auch zu Anna Weidel rüber, bitte. Ja, Anna, wenn Ihnen jemand vor diesem Weltcup-Auftakt hier in Östersund gesagt hätte, Sie würden zweimal als zweitbeste Deutsche ins Ziel kommen, hätten Sie es geglaubt? Na, wahrscheinlich nicht. Vor allem noch die letzten 2 Jahre bin ich wirklich froh mit meinen Ergebnissen, die ich das Wochenende sagen habe können. Nun sind Sie einmal 9., einmal 16. geworden. Wir reden schon über die Olympia-Qualifikation, die jedes Mal haarscharf daneben gegangen ist. Als 8. wären Sie direkt qualifiziert gewesen, wären Sie heute 15. statt 16. geworden, hätte die Qualifikation auch schon, wäre die auch schon erledigt gewesen. Beschäftigt Sie das?
Das ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, das Olympia ist ein ganz langer Weg und da kann noch viel passieren. Und es sollen dann auch die besten mitfahren und es ist nicht sinnvoll, dass man die mitnimmt, die am besten im November sind. Und deshalb, glaube ich, muss man dann da auf die aktuellen Ergebnisse schauen. Das heißt, es ist ja auch eine Norm, beschäftigt Sie gar nicht so sehr? Also die Norm schaffen ist natürlich das Ziel, sonst haben wir bei Olympia sowieso nichts verloren. Ja. Und von dem her möchte ich das auf jeden Fall schaffen. Aber wie gesagt, ich glaube, da zählen dann eher mehr die Ergebnisse im Januar. Mit welchen Eindrücken sind Sie in dieses Rennen gegangen heute, nach den Erfahrungen von gestern? Ich habe auf jeden Fall gewusst, dass ich läuferisch ein bisschen was zulegen muss. Das habe ich jetzt, glaube ich, auch heute ein bisschen besser hingekriegt wie gestern. Und ich wollte am Schierstand natürlich die Null bringen. Das ist die Grundlage für ein gutes Ergebnis und das ist mir auch gelungen. Wichtiges Ergebnis gestern war ja auch, dass die Ärztin Montag in die Eistonne muss. Haben Sie heute wieder mit jemandem gewettet? Nein, das war ja halt zu riskant, glaube ich, bei zweimal Schießen. Prima, vielen Dank. Ja, danke. Servus. Und besser geht's doch gar nicht, wenn die Wettannahme schon zu riskant wird für den Betreuer und Trainerstab. Weiß, dass sie ja gute, stabile Schießen von Anna Weidel aus, sehr sicher, du hast es gesagt, die einzige diesen ersten beiden Tagen, die hier alle Scheiben getroffen hat. Das ist schon richtig gut und ein großes Fund auf ihrem Weg. Die läuferischen Defizite, du hast es gesagt, daran wird sie arbeiten und weiter herangeführt werden von den Trainern. Und insofern auch sehr gute Einschätzungen, wie ich finde, von ihr in Richtung überhaupt Saison. Olympia ist noch weit und das muss man einfach, man muss gesund bleiben. Das ist ja immer das große Thema. Keine Verletzungen haben und dann durchkommen und dann zählt es wirklich im Januar, wie die Form aktuell ist. Ganz starke Selbsteinschätzung von ihr und auch Einschätzung der Situation, wie du es eben sagst. Das ist richtig gut, das gefällt mir. Und bei Anna Weidel, sie ist heute 47. in der Laufzeit, gestern war sie 68. glaube ich, circa. Und da hat sie einen kleinen Schritt nach vorne gemacht, auf der letzten Runde, da muss sie eben arbeiten. Juliane Frühwert jetzt im Ziel. Ja, 92. Rang, ja. Gestern war es 59, jetzt nochmal ein Stück weit zurück. Ja, schade für sie, mit den drei Fehlern dann doch so weit hinten zu landen. Und da gehe ich mal davon aus und glaube, mich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, dass sie vielleicht die ist, die dann wieder in Richtung IBU Cup gehen wird für die kommende Woche. So, die deutschen Athletinnen sind alle im Ziel. Gejubelt wird heute auf Seiten der Schweden. Und hier haben wir eine kleine Polonaise da draußen. Gute Stimmung also in Östersund. Schöner Rahmen hier für diesen Auftakt in die neue Saison. Hoffen wir mal ein wenig, dass es hier und da noch bleiben kann. Und dann der Blick auf das Endklassement. Hanna Öberg also mit ihrem 6. Weltcupsieg vor Anaïs Chevalier-Boucher und Marthe Olsby-Reuseland. Das sind die Podiumsplätze. Franziska Breuß auf dem 7. Rang mit der Olympianorm. Beste Deutsche heute. Also insgesamt nicht ganz das Ergebnis von gestern, aber wie wir es gehört haben in den Interviews, alles wunderbar eingeordnet. Genauso ein typischer Saisonauftakt. Anna Weidel also auf Rang 16, Dennis Herrmann auf 25. Vanessa Vogt auf 38, hätte ich auf 40. Und wir schauen mal und hören mal runter zu Florian Steirer. Der ist bei Nils Kahn, bitte. Genau, ist ganz schnell hergekommen. Wie schön. Der Anfang ist gemacht. Wir sind noch nicht mittendrin, aber drin in der olympischen Saison. Wie fällt Ihr Fazit aus nach diesen ersten beiden Rennen? Ich glaube, man könnte auch das Fazit für die ersten beiden Rennen genauso fällen. Wir sind mal drin in der Saison. Gestern, denke ich, der Einstieg war sehr, sehr gut. War ein schießlastiger Bewerb. Das haben die Mädels tadellos gemacht. Heute war es mehr lauflastig. Es hätte ein klein bisschen mehr sein dürfen, sagen wir in Österreich. Oder wie wir in Österreich so gern sagen. Es war aber auch nicht schlecht. Das, was uns natürlich besonders freut, dass jetzt die Jungen eben auch schön langsam näher rankommen vorne hin. Und die Denise mit gestern mit dem 3. Platz, die Franzi heute mit dem 7. Platz. Ich denke, das ist sehr ordentlich. Hat Sie etwas überrascht? Vielleicht die beiden Auftritte von Anna Weidel, die jeweils zweitbeste Deutsche geworden ist? Überrascht eigentlich nicht. Sie hat es auch schon in der Qualifikation gezeigt, dass die Anna gut schießen kann, schnell schießen kann. Das wissen wir auch seit Jahren. Jetzt hat es läuferisch Gott sei Dank auch einigermaßen funktioniert. Und dann kommen auch Plätze raus, die vorne drin sind. Auch Vanessa Vogt lässt hoffen, oder? Ja, Vanessa Vogt hat sich sehr, sehr positiv entwickelt, auch den ganzen Sommer über schon, auch im Training schon.
Das, was wir bei ihr heute halt wehmutstroffen heute bei ihr, sind eigentlich die zwei Schießfehler, weil sie richtig gut schießen kann. Das muss eigentlich nicht sein. Die Laufleistung hingegen sehr, sehr gut. Also ich mit der Laufleistung 25 Sekunden hinter einer Hermann Denise, wo ich sage, das ist für das junge Mädel. Also die hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt und sehr erfreulich für uns. Klar ist natürlich, dass gerade die jungen Athletinnen gerne im Weltcup bleiben würden, weil es Spaß macht, weil es sie fordert, weil sie unheimlich viel lernen. Aber sie müssen als Trainer natürlich auch immer gucken, wer geht wieder einen Schritt zurück, wer kommt von denen, die da jetzt noch sind, um mal Weltcup-Luft zu schnuppern. Wie wird es sich anfühlen nächste Woche? Wie wird es aussehen, die Mannschaft? Genau so ist es eigentlich. Also natürlich, man, jeder läuft gerne im Weltcup. Wir sind aber jetzt, sage ich mal, 3-4 Jahre später, Gott sei Dank, in der glücklichen Lage, dass eben auch, sage ich mal, von unten her eben Druck kommt, beziehungsweise eben mehrere junge Mädels da sind, weil auch die Janina ordentliche Leistungen anbietet. Die Frühwirt Juli war in der Qualifikation sehr gut. Jetzt hat es hier leider nicht so funktioniert. Jetzt haben wir mehr oder weniger nächste Woche einen Überhang. Jetzt müssen wir dann mit den Trainer beziehungsweise mit dem Eisenbichler-Bahn beim sportlichen Leiter beraten, wie wir es machen, wen wir dann praktisch in den IBU Cup runtergeben und wie wir dann beide Mannschaften aufstellen. Also bleibt noch ein bisschen ein Geheimnis. Ja, also es möchte zuerst eben mit die, müssen es genau analysieren, muss das zuerst mit dem Glied durchreden, mit dem Band durchreden und dann wollen wir uns das anschauen. Aber die wird sicher heute am Nachmittag stehen, dann beide Mannschaften. Dann danke ich herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg in der nächsten Woche auch hier. Bitte, danke. Sehr gerne. Ja, ein zufrieden.